Ja, mir geht's ja besser, Bleach. Also ich bin jetzt noch nicht komplett healthy, aber There's a chill on the wind. schon wieder gut genug zum Stream. Ich muss gerade schon erwähnt, ich bin immer noch so ein bisschen abwesend so gefühlt. Also ich habe das Gefühl, ich kann mich nur so 80% konzentrieren. Das nervt auf jeden Fall ein bisschen. Vor allem in LoL nervt es. Aber so an sich körperlich geht's mir wieder eigentlich ganz gut. Zockt nachher, also was heißt nachher, nach dem Game hier mit Bobby bisschen Veteran, siehst du dich da? Bisschen Ranked. Oh, guter Trade. Wird hier instant dashen, glaube ich, der hat keinen Hook. Jenna ist schon wieder sauer hier, oder was? Okay, Viego ist top. Also wir haben jetzt hier erstmal ein bisschen Spaß auf der Lane. Jenna sollte eigentlich um den Busch rumspielen. Ach, der hat Guardian dabei. Ah, hab ich gesehen. Okay, die wollen Topside-Krabbe contesten. Das wird jetzt. Da wird jetzt der erste Flip vollstreckt. Können hier theoretisch Base gehen auf der Wave. Ja, ich probier's mal. Ja, selbst ist 100% Wraith ist, aber ich glaube nicht, dass sie die Wave instant pushen werden. Bis sie realisieren, dass ich Base bin. Ja. Und Viego ist jetzt auch wieder Bot. Das heißt, wir hätten unterm Tower eh nichts machen können. Das ist, glaube ich, ein guter Reset hier. Sätze von Lawrence Fishburne, wer ist das denn? Was geben wir denn eigentlich für ein Item-Bild? Sense Reaver ist bestimmt auch ganz nice. Gale Force. Oh wow. Maybe Gale Force into Sense Reaver into AI. Hört sich gut an. Ach, der Ken überlebt sogar, wa? Ja, die scheiß Minions haben wieder Aggro geswitcht. Jetzt müsst ihr mir wirklich erklären, wieso das ständig passiert. Ein Caster-Minion greift den gegnerischen Ken-Minion an. Der Ken-Minion droppt auf 100 Leben und dann sagt sich der Minion, jetzt greife ich nicht mehr den Ken an, sondern jetzt greife ich einen anderen Minion an. So, wieso? Werde ich nicht verstehen. Die Jinna könnte auf jeden Fall weiter vorne spielen hier. So, wir pushen die nächste Wave. Ja, wir müssen trotzdem die nächste Wave pushen. Nicht, dass wir in der Wave ganken, wir sind hier. So, Wave ist drin. Kann ja einmal für Mana mitnehmen. Ja, sehe ich uns. Instant komplett. Hallo. First Blood auch noch. Lol. Ah, wir müssen außen rum. Oh, maybe können wir.
Minion-Aggro wird alle paar Sekunden neu berechnet. Priorität kannst du auf Läufig durch. Echt? Alle paar Sekunden wird die neu berechnet? Oh, really? Wusste ich gar nicht. Today I learned. Ey. Oh, hab ich den Outmove, du. Aber eigentlich ein guter Flash von ihm. Keine Pots mehr. Also jeder Q, der schallert richtig gut durch. Ich würde, glaube ich, gerne nächste Wave pushen und Base gehen. Ich habe halt viel mehr Gold als sie wegen First Blood. So sauer der Tisch. Was habe ich dir getan, Brother? Ich würde mir so sehr wünschen, dass Lucian Botlane immer wieder Meta ist. Macht so viel Spaß, der Champ. Pushen noch die nächste Wave? Ja, die pushen noch die nächste Wave. Jenna könnte jetzt roam, aber das ist zum Beispiel so ein Ding. Unterschätzt man, wie schlecht das gerade ist von der Jenna, dass sie da für 10 Sekunden in der Base stand. Wahrscheinlich lag's, also wenn sie für ein Item gewartet hat, ist fein. Ansonsten hätte sie jetzt hier Mitte stehen können. Dieser Tod hätte von Jenna verhindert werden können, wenn die Jenna gut wäre. Die hätte einfach aus Base instant Mitte moven können. 100% hätte sie da den Kill vermieden. Wahrscheinlich sogar wäre der Viego sogar gestorben. Für so Leute, die sich denken, wie soll man denn als Supporter Games carryen? Das Ganze hier in der Mitte. Wäre alles ganz anders gewesen. Wenn die Jenna aus der Base instant Mitte moven würde. Was macht sie jetzt hier? Die guckt mir jetzt gerade beim Last Hit zu. Das ist halt auch ein Diamond Supporter so. Ist ja kein schlechter Spieler, aber trotzdem sind so eine Basics eigentlich, finde ich, für Support absolut essentiell. Also ich finde, das habe ich letztens schon mal erzählt, ich finde Support ist die Rolle, wo die meisten Basics einfach missachtet werden. Auch auf Diamond Plus. Wie gesagt, kann in diesem spezifischen Fall kann sein, dass sie jetzt auf Schuhe gewartet hat. Das ist, glaube ich, im Rahmen des Möglichen. Ob das jetzt eine gute Sache ist. Ich kann einfach ulten hier, oder? Und die Lane zum Beispiel spielt die Jenna mega gut, ne? Also Lane gefällt mir sehr gut. Ah, Lucian macht so Spaß, Mann. So ein geiler Champion. Wir nehmen noch Splating in der Base. Actually clean. Ist ganz schön weg. Oh, Lush ist so ein geiler Champion. So schade, dass der auf Midlane abused wird. Ah, das war mal wieder ein guter Invest für den Pink Ward hier. Hallo. Ah, ja. There are worse things on prairie than shadows. Den Pinkboard haben wir wieder offiziell angelegt. Falls ihr ein paar Investment-Tipps braucht, sagt Bescheid. Ja, ich habe Flash hier, sie hat Stopwatch ready. Das ist korrekt. Es ist natürlich Lucian mehr zu spielen.
Ist nicht so gut, der Champion. Auf AD Carry. Jetzt habe ich den Freeze hier ohne Grund gebrochen. Das ist auch schon wieder so ein grundsätzlich unnötiges Play, was ich hier gerade mache. So, wir haben den Freeze, den die Gegner im 2v2 nicht brechen können. Aber jetzt habe ich wegen dem Gankversuch irgendwie... Okay. Ist egal. Ja, das wird die Lane. Hat halt keine guten Hooks getroffen, der Thresh, ne? Aber irgendwie habe ich das, so wenn ich mir diese Lane angucke, so auch in meinem Kopf, hätten wir diese Lane nicht so hart gewinnen sollen, aber anscheinend. Also wir haben die auch outplayed, beziehungsweise die haben jetzt auch nicht so gut gespielt, aber ich glaube, die haben schon die Lane misplayed. Töt First Blood, schmeckt. Ego ist top, wir können sogar noch weiter pushen, eine Wave noch. Ich würde sogar sagen, Lucian an sich ist echt der geilste ADC, wenn er viable ist. Das Problem ist, Champions, die nicht viable sind, machen in meinen Augen einfach prinzipiell weniger Spaß. Weil du halt das Gefühl hast, du spielst halt bergauf, so nach dem Motto, ist was ich meine? Wenn ich jetzt auf meinem Main-Account Lucian spielen würde, gegen Meta-Champions, ich meine, das sind auch Meta-Champions, Kaiser-Thresh, aber wenn wir dann Early-Game nicht so ahead kommen, dann fühle ich mich in dem ganzen Game einfach nicht wirklich useful. Dann denke ich mir so, ja, okay, warum habe ich hier Lucian gepickt die ganze Zeit? Du musst halt gefeedet werden mit dem Champion. Alter, was? Das war viel Damage. Ja, ich glaube, das Game ist ziemlich durch. Das sollten Jenna und ich easy carryen können. Könnt ihr Base gehen für... Ja, ich gebe Base für Sense rüber. Ich verkaufe einfach meinen Dorans. Der Vigo hat mich jetzt, weil ich hab den Chat noch nicht gespielt. Ja. War das nicht auch Cassio? Ja, war auch Cassio, ne? Wollen wir mal versuchen, die hier unten zu 1v2? Habe ich schon pervers Bock drauf. Ohne Ult? Schwierig. Fabian holt mal in. Ah, der hat 0 Tode, Junge, der ist stabil. Also, wenn ich Ult hab, wollen wir tue ich die safe. Ich wollen wir tue die, glaube ich, auch ohne. Ah, nee, die hat Exhaust. Nee, ich brauch schon meine Ult. Nee, kann ich nicht freezen hier. Ich meine, ich bin halt 700 Gold Shutdown. Also alles, was hier irgendwie mein Leben riskiert, ist eigentlich schon sehr bad. Aber wir können aber auf die kollapsen, oder? Das ist illegales Movement hier von denen. Oh, das ist aber auch sehr illegal, was die Cassio da gemacht hat. Ich hätte auch einfach Mitte stayen sollen. Ich weiß gar nicht, warum die da jetzt in Mitte durchgekommen sind. Sehr awkward.
Ich habe halt offiziell auch gar nichts gemacht in diesem Fight. Hä? Ich habe echt so ziemlich gar nichts gemacht in dem Fight. Ja, ich push noch eine Wave. Den Fight habe ich nicht gecarried, den hat mein Team gecarried. War auch eine sehr awkward Situation hier. Warum denn da Gale Force? Weil ich den haben wollte. Der hat richtig gegeiert. Die Evelyn hat richtig gegeiert, hast du nicht gesehen? Ja, die hat Magis, ne? Wäre sogar worth gewesen, hier den Kill zu lassen, aber nee, nee. Oh, alle Kills. Ich spiel schon einen Champion, der nicht viable ist. Oh, yikes. Stark, Stopwatch. Aber wie geil wäre wirklich... Nee, ich flash da nicht, ist halt wirklich nicht worth. Ach, Jenna. Ach, Jenna, why int? Hätte ich auch einfach nicht folgen dürfen. Ich hätte sie hier einfach sterben lassen sollen, wo sie gehuckt wurde. Da wollte ich wieder helfen. Jetzt hat die Kaiser einen 700 Gold Shutdown. Yikes. Yikes. Darauf erstmal ein Surrender Mode. Ja, ich finde, man kann schon sagen, so in Grandmaster sind schon, Grandmaster Plus ist schon so die Hälfte Semi-Pro. Wenn du so alle Smurfs und so dazu möchtest. Ich meine, wie viel Pro, also es gibt, sagen wir mal, wenn man von National League, also Prime League Level ausgeht, Prime League Level und LEC, gibt es so, schon so 300 Spieler oder so in Europa, würde ich sagen. Alter, ich dachte gerade, ich bin geflasht. What the fuck? Kann man dein Wireless jetzt auch mit Kabel benutzen? Ja klar, ich benutze ja gerade ein Kabel. Ich muss auch mehr farmen in dem Game. So, wenn man so hart die Lane stompt, sollte man eigentlich immer so 10 CS die Minute mindestens haben. Ich finde, overall ist es... Früher war ja so 10 CS die Minute der heilige Gral, so wenn du ein guter Spieler sein willst, hab 10 CS die Minute. Das Gefühl, inzwischen ist LoL dafür zu schnell geworden. Also in Solo Queue schaffst du fast nie 10 CS die Minute. Aber wenn du so richtig fett bist, dann sollte man schon so 10 CS die Minute anpeilen, weil die gehört halt die ganze Map eigentlich. Ich bin auch ein bisschen am rumgurken hier in dem Game. 30% können wir uns einigen. Ja, ich glaube schon, dass es mehr sind. Wie gesagt, wenn du die ganzen Smurfs und so weiter mit einrechnest, ich glaube schon, dass es so um die 50% sind. Warum hat sie so spät geholtet? Also wenn du sagst, dass 300 Leute in Grandmaster, also 300 Leute in Europa sind National League oder LEC, dann hat davon wahrscheinlich mindestens jeder noch einen Account. In Grandmaster Plus. Nash hier? Devil always gets his due. Thank you.
sollten den Stich machen. Gegen Ken. Also gegen Ken will ich wirklich keinen Dash machen, wenn wir keinen Take haben. Das ist eine ganz schlechte Idee. What? Ich meine, ich könnte die halt jederzeit jeden einfach anflashen und töten. Das ist halt nur nicht worth, das Ding, ne? Es lohnt sich halt einfach legit nicht. Hier ist der Ken. Den Drake können wir trotzdem machen. Auto-Attack gecancelt. Die Jungen einfach so reinlassen, ne? My shadow's getting restless. Ja, jetzt können wir Battle machen. Das ist einfach den eigenen CS mit dem Gegenspieler vergleichen. Achso, war das jetzt auch eine Frage bezogen oder was? Alter, das Smite, das war ja so terrible. Achso, sie hat doch selbst gesmited. Der Subsan war auch wieder sehr passend. So, wieder hier wieder eine 2. Eieiei. Ich glaube, ich gehe hier für eine QSS. Das ist natürlich jetzt ein Big Yikes an der Stelle, weil die scalen schon gut, die Gegner. Aber ich bin trotzdem so fett mit einer Jenna, ich sollte das eigentlich... Solange niemand in unserem Team wirklich aktiv anfängt runterzurennen, sollte ich das easy killen können. Also das Game würde ich definitiv nicht 1v9 carryen können, wenn jetzt wirklich alle von meinem Team runterrennen würden. Aber ich meine, es rennt ja eigentlich niemand runter. Boah, ich muss mich richtig zusammenreißen, hier nicht greedy zu werden. Oh my goodness. Ja, wir sollten eigentlich in Topside reinspielen, aber irgendwie investieren gerade alle alles nach unten. Wieso hab ich Tower Agro? Was soll denn die Scheiße? Ja, manchmal muss man auch einfach machen, wisst ihr? Manchmal muss man auch einfach mal forcen. Aber das Play hat auch nur funktioniert, weil die Jenna das gemacht hat, was sie hätte machen sollen. Also, ich habe mich da sehr krass auf die Jenna verlassen. Hat sie gut gespielt. YouTube, ja. Kommt auf den Uncut-Kanal.